Er wähnte sich schon gerettet. Servan Lacinian, der Rostocker Theaterintendant, feierte vor 2 Wochen zunächst einen großen Sieg, als die Bürgerschaft beschloss, seine Kündigung zurückzunehmen. Allerdings hatte der Bürgermeister bis heute die Gelegenheit, dagegen ein Veto einzulegen. Und genau das hat er getan. Kurz nach Bekanntwerden des Widerspruchs hat Oberbürgermeister Roland Medling die Fraktionen einbestellt. Einer der Gründe für Medlings Entscheidung sei die Gefährdung des Gemeinwohls, vor allem durch den Vergleich der Kulturpolitik mit der Terrormiliz Islamischer Staat. Außerdem sei Lacinian nicht willens, die Beschlüsse der Bürgerschaft zu respektieren. Dennoch setzt Medling auf Kooperation, aber er stellt Bedingungen. Der Kompromiss kann nur so aussehen, dass es eine klare Entschuldigung von Herrn Lacinian zu seinen emotionalen Äußerungen gibt. Und als zweites, dass er sich ganz klar an das Konzept, das wir in der Rostocker Bürgerschaft mehrheitlich beschlossen haben, gemeinsam mit den Landstrukturen für das Jahr 2020 vorzubereiten. Lacinian war seit September 2014 Intendant. Von Beginn an waren die Fronten in der Diskussion um die Zukunft des Volkstheaters verhärtet. Kommunikation war ja in den letzten Wochen und Monaten immer schwierig. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass sowohl der Oberbürgermeister als auch die Fraktionen der Bürgerschaft sich sehr zeitnah dazu verhalten, wie die Zukunft des Theaters an sich aussehen soll. Werden wirklich 2 Sparten abgebaut oder nicht? Vielleicht wird es Zeit, da Klarheit zu schaffen und auch Ängste zu bereinigen. Und dann ist es für Herrn Lacinian auch möglich zu sagen, welche Strukturbeschlüsse trägt er mit, welche trägt er nicht mit, wo sind seine Grenzen? Und dann kann man auch ja über die weiteren Perspektiven reden. Aufgrund des Widerspruchs muss die Bürgerschaft am 6. Mai erneut über die Personalie Lacinian entscheiden. Dieser Beschluss wäre bindend. Dem OB bliebe dann nur der Weg der Klage.